Hallo und herzlich willkommen zurück zu Best of Zuschauer. Der Mu ist gerade im Urlaub, deshalb gibt es heute nur ein Gameplay-Video zu sehen. Und das Ganze stammt von Hawaii aus dem Clan Panther. Ja, er fährt seinen T10. Der T10 wurde ja letztens erst mit dem HD-Remake gewürdigt quasi. Vorher war es ein IS-8 und der IS-8 war einfach nur Quatsch. Aber jetzt ist es der T10 und der T10 ist natürlich super. Ja, es ist ein großer, aufgemotzter IS-3 und wir haben eine 122mm Kanone, 440 Durchschnittsschaden, 258 Durchschlag. Und das ist eine ziemlich gute Kanone, die hat der IS-4 nämlich auch. Ja, ihr seht schon, Hawaii fährt ihn sehr, sehr gerne. 3 Sterne auf der Kanone. Das bedeutet, er hat die letzten 120 Gefechte wirklich unglaublich viel Schaden mit dem Ding gemacht. Ja, 3 Sterne kriegt man nur, wenn man besser ist. In den letzten 120 Gefechten, in den letzten 14 Tagen, besser als 95% der Community. Also, holla die Waldfee. Bin gespannt, was wir hier sehen. Ja, wir haben noch einen anderen Neuner hier direkt neben uns. Ein WZ 111 1-4. Ein Tiger, ein IS-3, eine FV und ein Comet. Alle fahren sie auf die linke Seite. Und ich bin sehr gespannt, was wir da begegnen. Wem wir da begegnen. Wir haben da einen VK, der kommt uns schon mal entgegen. Und da drüben ist ein T10 aufgegangen. Das heißt, wir sehen hier mindestens noch einen weiteren T10. Ja, und vielleicht noch ein IS-3. Mal gucken. Ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt hier passiert. Das hier vorne wird ja eine Schlammschlacht, ein sehr, sehr nahkampforientierter Kampf. Und jetzt müssen wir gleich den ersten Feindkontakt haben. Da ist er, T10. Böser Hit hier vom gegnerischen T10 namens Erotik Simizi. Okay, ja, wir haben den ersten Treffer kassiert, selber keinen ausgeteilt. Und ihr seht es hier, wir wurden vorne durchschlagen, trotzdem ging das Ganze ins Munitionslager, welches hier und hier zu finden ist. Also Leichtbauweise, keine Panzerung hier auf dem T10, aber der Turm ist wirklich gut und er ist mobil. Gut, können wir es ihm zurückgeben. Wir haben jetzt kein Repair-Kit mehr für den Rest des Kampfes, weil der erste Schuss schon das Munitionslager penetrierte. Er kommt nicht ran, kriegt die Kanone nicht runter. Hinter uns stapeln sich die Panzer, rechts sind die ziemlich offensiv und jetzt, schöner Schuss in die Seite, hinter uns platzt der Comet, okay. Das könnte interessant werden. Der vor uns hat nur noch 815 HP und da hinten ist noch ein T32 Hull-Down-Position. Aber wir dürfen nicht vergessen, da ist auch noch ein VK 4502B. Nicht vergessen. Hawaii, nicht vergessen. Okay. Er hat sich anscheinend daran erinnert. Weil der kann hier reinwirken. Jetzt bin ich gespannt. Wir stehen jetzt hier mit 1400 HP knapp einem T32 gegenüber, dem wir im Moment nicht viel tun können. Jetzt vielleicht. Böser Hit hier vom VK, er hat ihn doch vergessen. Sehr schade, kriegen wir aber noch einen Schuss auf den T32? Ja, wenigstens. Okay, der VK hat uns hier gerade eben nochmal ordentlich penetriert. Und jetzt haben wir nur noch 917 HP. Links der T10 greift wieder an, Vorsicht. Wir müssen uns ein bisschen zurückziehen, da oben ist kein Durchkommen, nicht durch den VK. Der ist zu gut gepanzert. Oh, schöner Schuss hier von dem WZ auf den T10. Der hat jetzt nur noch, wie viel? 337 HP, okay. Noch ein guter High Roll, aber nee, der T32 steht besser. Schöner Schuss, 404, ja. Der andere wäre jetzt weg gewesen, aber guckt euch das an, er hat noch 3 HP. 3 HP auf dem gegnerischen T10 und da hinten der T32 ist ebenfalls One-Shot. Wenn wir ihn jetzt treffen, nein, leider gebounced. Und der T32 hat sich revanchiert mit 321 hier. Einfach mal so durch die Frontpanzerung, aber der Tiger 2 holten sich hier und wir sind den T10 los. Gut, T32 VK. Der Tiger ist da aber ziemlich mutig. Der wird da wohl auch nicht mehr wegkommen. Weil der steht jetzt wirklich vor einem VK und der VK wird ihn auseinandernehmen. Aber mal gucken. Schade. Den T32 konnten wir jetzt auch nicht holen. Das heißt, der steht ja immer noch One-Shot. Und der VK kommt runter. Der VK kommt runter, holt sich den Tiger. Da ist es. Der WZ versucht ihm zu helfen. Schöner Schuss in die Seite. Wir konnten hier den T32 nochmal treffen. Aber der Tiger ist raus. Schade. Und guck mal auf die rechte Seite. Es ist nichts mehr am Leben. Es steht 4-9. Und da kommt die Artillerie. Die ist ja auch noch da. Ein GW-Tiger-P. Der muss uns jetzt nur noch anhusten. Wir sind runter auf 232... Hitpoints. Oh Gott, wir sind One-Shot für alles. Aber der VK steht echt sehr, sehr ungünstig. Der kann im Moment nicht auf den WZ vor sich wirken und wir müssen jetzt aufpassen, dass er nicht auf uns schießt. Oh Mann. 516 HP noch auf den VK. Er zieht sich zurück. Die gegnerische Artillerie kann ja irgendwie reinwirken. Wenn sie uns trifft, ist vorbei. T32 kommt. Nee, kommt nicht. Fährt zurück, hat sich das anders überlegt. Okay. Das ist jetzt spannend. Wir sind wirklich One-Shot für alles auf dem Feld. Für fast alles. Oh mein Gott. 232 HP trennen uns noch von der Garage. Der VK hier vorne ist wirklich sehr gut gepanzert. Steht aber mit der Seite zu uns. Na, kriegen wir einen Schuss drauf? Sneaky Schuss. Ja, sehr gut. 23 HP bleiben übrig. Sehr schade, aber
Gut, müssen wir durch. 23 HP, beide hier. T32 und VK. Kriegen wir den VK raus? Der WZ greift ihn an, nimmt den VK raus und der T32 kommt. Oh, gut geschossen von Hawaii. Und der T32 hat hier irgendwie Mist gemacht, ne? Der hätte uns hier zuerst einen Sack schießen können, hat er aber nicht getan. Und so ist er weg. Wir leben noch. 3 Panzer auf unserer Seite. Ziemlich viele auf der anderen Seite, aber da kommen sie. Alles One-Shots. Jetzt erstmal die Suche rausnehmen. Sehr schön. Schon steht es 7-12. Der WZ da vorne hat noch 1400 HP, das ist okay. Damit könnten wir eventuell sogar noch was machen hier. Und da kommt ein IS-3. Schön in die Seite. Nein. Die Kanone hat versagt. Zu hoch gezielt. Schade. Zu, links. Müssen wir was machen? Der WZ wird jetzt angegangen. Von 3 Seiten. Aber nicht vergessen, hier war irgendwo auch noch was Großes. Ein Jagdtiger. T-54. Schöner Schuss. Luckshot. Luckshot in die Seite vom T-54, dass er den noch getroffen hat. T-34-100 hier oben. Und da sind immer noch 77 HP T10 hier. Und oh Mist, unsere Rain ist weg. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. 2 Neuner gegen den Rest des Teams. Oh Gott. Der T-54 ist schon mal raus. Das ist gut. Und wir haben jetzt hier drüben einen dicken Jagdtiger und einen T10. Oh Gott. Der T10 vermasselt's. Sehr gut. Wir sind immer noch runter auf 232 HP. Nehmen die Suros. Sehr schöner Schuss hier von Hawaii. Und jetzt kommt der T10. Wir müssen uns irgendwie neu arrangieren. Der T10 kommt jetzt von links. Und was macht er? Bleibt er stehen? Nee, der roffelt einfach durch, lol. Währenddessen ist hier ein Schuss vom T-34-100 gebounced und Hawaii hat sich den 4. Kill gesichert. Na, kriegen wir noch einen Schuss auf den T-34-100? Nein, okay. Und die Captain nicht. Die wollen nicht Oh, du Scheiße. Ein Jagdtiger. Ein voller Jagdtiger rommelt gerade auf uns drauf, bleibt aber stehen, Gott sei Dank. Jetzt erstmal rückwärts. Der WZ muss es gesehen haben. Ich hoffe es einfach. Oh, da ist ja noch ein IS-3. Ach du Scheiße. IS-3, der Schuss ging daneben. Jetzt kommt der Jagdtiger ums Eck. Okay, schnell nachladen. Wenn wir Glück haben, können wir den Jagdtiger da jetzt festsetzen. Ein Schuss in die Kette. Der WZ hat es gesehen. WZ hat auf den Jagdtiger geschossen. Jetzt ein Schuss in die Kette. Ja, sehr gut. Und T-34-100 von hinten. Lol. Da komme ich gleich zu. Jetzt kommt erstmal ein Jagdtiger vorzu. Schöner Schuss hier in die Mitte seiner unteren Wanne. Und der bounced. Alter Schwede. Der Jagdtiger ist gebounced. Wir können ihn jetzt ganz, ganz, ganz schnell töten. Bitte, bitte. Hawaii, töte ihn. Nice. Und jetzt kurz zum T-34-100. Alter Schwede. Da kommt ein T-34-100. Moment. Macht 219 Schaden und fährt dann in uns rein. Also Hawaii, so ein Glück möchte ich auch mal haben. Dass der zweite Schuss, ja, der hätte nur 4 Sekunden warten müssen oder 5 Sekunden, dann hätte er hier den Killshot machen können an unserem Hawaii. Aber nein, er fährt in uns rein und stirbt. Also sowas Grandioses. Also so geil. Der IS-3 da hinten ist tot. Und alter Schwede, wir sind jetzt hier mit 9 Kills auf 2 Panzer verteilt. Wir haben nur noch einen GWE-Tiger-P, der uns noch rausnehmen kann. Aber was für ein Gefecht. Dieser T-34-100, der hat es in der Hand gehabt. Der hätte hier alles machen können. Aber nein, er rommelt auf uns drauf und stirbt bei dem Versuch eines Rammmanövers. Großartig. Und der Jagdtiger hat sich auch nicht besser angestellt. Habt ihr das gesehen vielleicht? Also der wollte da um die Ecke, wollte jetzt hier den Killshot anbringen an unserem Hawaii, der übrigens nur noch 6 HP hat. Und was macht er? Er verschießt, weil er mit dem Fahrzeug zu nah an den Berg gefahren ist und die Kanone hochgegangen ist. Oh, so viel Glück auf einem Haufen muss man einfach mal haben. Das war wirklich Glück. Aber was für ein Glück. Der T10, der verschießt. Der T-34 rammt ein, obwohl er eigentlich nur noch einen einzigen Schuss brauchte. 6 HP bleiben übrig und dann kommt der Jagdtiger und bounced. Alter Schwede. Also, geil. Jetzt versucht hier Hawaii gerade den WZ noch einzuladen für seine Mission. Ich hoffe, es klappt. Ja, er hat angenommen. Sehr gut. So hat unser Hawaii noch seine Mission gemacht und da ist ein GWTKP. Jetzt müssen wir aufpassen, der kann uns natürlich noch rausnehmen. Kanone zeigt auf uns und der WZ macht's. Alter Schwede. Geiles, geiles, geiles Game. Vielen lieben Dank. Victory! Unser Hawaii aus dem Clan Panther hat sich hier wirklich grandios geschlagen. Und jetzt verstehe ich auch, wieso du da 3 Sternchen auf der Kanone hast. Bei solchen Lucky Games, also jeder von uns wäre dabei draufgegangen, aber unser Hawaii hatte Glück. 79.446 Credits nimmt er mit nach Hause, 2044 XP einzeln. Ja, er hat Brothers in Arms gekriegt, weil er ja zum Schluss noch die Zugeinladung durchgekriegt hat. Wir haben den Spartan, ja, da ist ein dicker Jagdtiger an uns abgeprallt mit 6 HP, High Caliber und Top Gun. Ja, das war definitiv der Ace-Tanker, denn wir haben 5.781 Schaden, 6 Kills.
Alter Schwede. Ja, der WZ war auch gut. Also die beiden hier haben wirklich hervorragend zusammengespielt, obwohl sie sich vorher wahrscheinlich nie gesehen haben. Und die haben wirklich sehr gut zusammengespielt. Der WZ hat hier wirklich den entscheidenden Treffer nochmal auf dem Jagdtiger angebracht, der hat den IS-3 rausnehmen können und den T-54. Das waren so die wichtigsten. Und ja, unser Wifi hat echt hier richtig, richtig Glück gehabt. Gucken wir mal. Wir haben 21 Schüsse abgegeben, 16 davon haben durchschlagen. Ja, das sind dann mal eben 5781 Schaden. Und wir haben Damage Block bei Armor 810. Also, irgendwas stimmt da nicht, aber, obwohl, warte mal, wir haben ja nicht wirklich viel gebounced, ne? Wir haben einen einzigen Schuss, das war wirklich eine High Roll vom Jagdtiger, die 810. Alter Schwede. Ja, zwei hat er gesichtet, das war alles jetzt nicht so doll, aber alter Schwede, was für ein Spiel, wie viel Glück er hatte, das ist unsagbar. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schreibt es ja hier auch, Epic Luck, ja, definitiv. Und vielen lieben Dank fürs Einsenden. Wenn ihr auch etwas einsenden wollt, unten steht es in der Videobeschreibung, wie es gemacht wird. Und ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir und wir sehen uns dann in die Tage wieder mit weiteren Gameplays, denn gerade wenn ich jetzt im Urlaub bin, eine Woche, habe ich ja, ziemlich viele von euch, von euren Spielen aufgenommen und kommentiert. Und ich hoffe, euch gefällt's. Macht's gut. Bis bald, euer Mu. Tschüss.